Noch nicht gesehen haben wir die Baureihe 213, eine Steilstreckenvariante der 212 mit einer besonderen Bremsausrüstung. Mitte der 90er Jahre lösten 213er auf der Rennsteigstrecke die Baureihe 228 ab. Heute fährt hier die private Rennsteigbahn. Zuglok ist 213-334, die heute dem Unternehmen gehört. Sonst sind es Güterzüge, die befördert werden. Heute hängt ein kurzer Museumszug am Haken. Charakteristisch für die V100 ist der hochliegende, fast mittig angeordnete Führerstand. Über zwei Führertische kann vorwärts wie rückwärts gefahren werden. Der Rundumblick erleichtert die Arbeit. Nur 10 V100 Steilstreckenloks sind gebaut worden. Sie sind alle noch erhalten und zum Teil noch in Betrieb. '52 kommt mit der V80 die erste DB-Diesellok auf die Gleise. Noch in den 50er Jahren werden es 5 Baureihen. Die V160 folgt dann Anfang der 60er Jahre. Die V60 ist die dienstälteste, die V200 die wohl anspruchsvollste, die 218 das Arbeitstier. Zu den beliebtesten Museumslokomotiven gehört die V200. Zu den ganz fleißigen zählt V200-033. Sie verfügt übrigens als einzige noch betriebsfähige Maschine über die originale Antriebstechnik mit Maybach-Motoren und Getriebe. Noch heute genießt die V200 den Ruf einer zeitlos eleganten Lokomotive. Nicht zuletzt wegen der gelungenen Farbaufteilung in purpurrot, grau und schwarzgrau mit silber abgesetzten Zierlinien und dem V auf der Stirn. Auch V200-007 der Lübecker Eisenbahnfreunde ist wieder betriebsfähig. Freuen wir uns auf die alten und neuen Museumsloks.